Jo Leute, hier gibt es jetzt ein Sprintrennen mit dem Nissan Fairlady. Ein schön getunter Wagen, der gefällt mir echt ganz gut. Also mit dem Blau und den beiden Streifen, das ist halt was ganz Klassisches und das passt zu dem sehr gut. Er hat jetzt um die 300 PS. Und in Sachen Feintuning hat er Driftreifen bekommen, mehr nicht. Und ihr seht, der geht im Drift schon richtig gut. Also was mir hier ganz gut gefällt, dass der die Drifts echt lang zieht. Was mache ich denn hier, Alter? Bin ich blöde. Ja, wie gesagt, jetzt zieht die Drift so schön lang. Da ist echt was drin. Ja. Gut, Geschwindigkeit könnte mehr sein. Machen wir aber noch bei 300 PS. Das ist bei dem Spiel noch nicht so viel drin. Ah, seht ihr das? Der und die Drifts sind sehr stabil. Also da geht ordentlich was. So, ich habe mir den ersten Platz erkämpft und gebe voll Gas. So, da ist das Ziel. Da schießen wir jetzt durch. Und ja, war sehr gut eigentlich. Sehr nettes Rennen gewesen. Jetzt bin ich hier an einer Stelle. Hier ist gleich ein Driftrennen. Das würde ich dann auch noch mitnehmen. Das würde ich dann auch noch mitnehmen, auch noch machen. Und hier ist auch ein Donut, das würde ich mal versuchen. Gut, das geht mit dem... Naja, nicht so. Also ein bisschen, aber er zieht nicht ordentlich durch. So, da ist der Drift Contest, den wir uns jetzt mal reinziehen werden. Autotanz ist der Name. Und ja, da legen wir gleich los. So, hier kam ich jetzt noch nicht. Also, ein gutes Ergebnis wäre so um die 40.000. Also 40.000 wäre, glaube ich, meine persönliche Bestleistung, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder ich hatte schon mal 60 bzw. 68, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das werden wir ja sehen. Ja, ein bisschen mehr könnte hier endlich gehen. Oh, die macht hier. Also das ist natürlich hier auch ein sehr enges Rennen. Ah, ich komme irgendwie. Oh, genau, Alter. Wäre so ein guter Drift geworden. Aber da kam jetzt ein Gegner. So, jetzt ziehen wir hier durch. Jo, 38.000 haben wir. Also ich weiß, dass ich mit den 38.000 damals schon echt gut gefahren bin. Ah, genau.
So, jetzt sind wir schon bei 51.000. Muss ich hier ein bisschen mehr Gas geben. So, 61.000. Schauen wir mal. Also doch nicht meine Bestleistung. Aber war schon sehr gut. Also hat nicht viel gefehlt bis zur Bestleistung. Ja. Also jetzt sind wir hier wieder in der Garage. Und jetzt werden wir doch schon mal hier ans Eingemachte gehen. Also ich würde schon gerne 500 PS haben wollen. So, Kraftstoffsystem geht ordentlich. Die Motoraufladung mache ich noch nicht. Den Block. Oh, der Block bringt halt richtig, wa? Also wir kommen hier sogar auf 530 und 530, und das würde ich so lassen. Guckt mal, der ist bei 3,2 Sekunden. Also ich glaube, wenn der richtig getuned ist, also voll, kriegen wir da ordentlich was hin. So, dann verlassen wir auch die Garage schon wieder. Und wir testen mal ein mittleres Rennen. Ja, wir machen ein mittleres Rennen. Und nach diesem mittleren Rennen schaue ich, vielleicht gibt es dann noch ein zweites Rennen. Und dann haben wir jetzt schon den Wagen ein bisschen länger gefahren. Und ich würde dann den ein neues Optik-Tuning geben. Mit Bodykit. Und vielleicht eine neue Farbe. Muss ich gucken, wie das mit dem Bodykit harmoniert. Und gucke ich einfach mal. Und dann gibt es einen Gymkhana. Und zum Schluss gibt es mein Endrennen, was ich zum Schluss immer fahre. Was auch das letzte Rennen hier bei Need for Speed ist, was auch ziemlich knackig ist, also ist nicht leicht. Ihr wart Zeuge, wie ich das Rennen das erste Mal geschafft habe mit dem Skyline. Ja, der geht jetzt schon, Alter. Wobei der jetzt nicht mehr so krass driftet, oder was? Ah, doch, doch. So. Also, ich wünsche mir von den Entwicklern mal ein paar neue Rennen. Ein paar Rennen, die ein wenig länger gehen. Also so 10 Minuten Rennen finde ich schon persönlich ganz nett. Jetzt kacke ich hier gleich ab, wa? Und ja, halt Rennen, die ein bisschen schwieriger sind. Wo man dann auch besser die Autos mal testen kann. So, jetzt ziehen wir hier erstmal vorbei. Oh, fuck. Bam, bin ich da vorne. Uiuiuiuiuiui. Fünf Kilometer haben wir noch.
Dann gib mal ein bisschen Gas, Digga. Bin ich nicht gut durchgekommen. Das war schön. Jetzt noch 4 Kilometer, also Hälfte geschafft. Laut Kontrollpunkten. Oder auch ein bisschen mehr. So, nun ziehen wir ordentlich durch hier. Ja, sehr geiler Drift, Alter. Habt ihr diesen gesehen? Der war vernünftig. Also damit ist schon ein bisschen was drin. Uiuiuiui. Sieben Kontrollpunkte noch, los! Ja, Mann, der driftet echt gut. Also ein bisschen was einstellen, da sage ich mal. Das können wir gerne machen. Oh, fuck damn. Ach. Jo, da werde ich dann auch mal ein bisschen rum experimentieren. So, das Rennen ist erledigt. Und gewonnen. Das muss ich ja auch noch mal erwähnen. So Leute, dann würde ich sagen, wird es halt im nächsten Video weitergehen mit Tuning, Tuning, Tuning. Wir werden optisch was machen, wir werden Leistung verbessern und ja, wenn ihr das sehen möchtet, schaltet ein. Macht mal Daumen nach oben, abonniert meinen Channel und zieht euch meine Videos weiter rein, Leute. Ich bedanke mich bei euch.